Willkommen zusammen zu einer neuen Let's Play-Reihe vom Spiel Game Tycoon 2. Das befand sich jetzt längere Zeit in der Steam Early Access Phase. Man konnte es also schon länger anspielen und jetzt kommt es offiziell raus. Und wir schauen uns das Ganze mal an, weil wir freundlicherweise einen Key zugesendet bekommen haben. Ja, und deswegen zeigen wir das Ganze jetzt mal. Endlos wählen wir an und nehmen natürlich ein neues Spiel. Jetzt müssen wir unserer Firma erstmal einen Namen geben. Und was ist ein schöner Name für ein Entwicklerstudio? Play Studios. Und was nehmen wir da für ein Logo? Wir können leider keine eigenen hinzufügen. Das wäre vielleicht noch ein witziges Feature. Das sieht irgendwie komisch aus, das sieht auch komisch aus, das auch, das auch, das auch. Okay, vielleicht erwähne ich lieber, was nicht komisch aussieht. Das ist mit Abstand das Merkwürdigste, aber Tankstellenlogo weiß ich auch nicht. Ich glaube, wir nehmen mal ganz langweilig dieses hier. Und wir sind hier dieser, wir sind kein Schlipsträger, wir sind hier dieser nette Entwickler. So, Schwierigkeitsgrad einfach, weil sonst funktioniert es gar nicht. Denn das Spiel hat einige Macken, obwohl da auch einige interessante Sachen dabei sind. Aber ich werde da später drauf zurückkommen. So, jetzt sind wir mitten im Spiel. Und am besten machen wir jetzt Folgendes. Wir erforschen erstmal alle möglichen Features, die so zur Auswahl stehen. Erforschen. Ja, das müssen wir jetzt erstmal laufen lassen. So. Das machen wir auch. Das erforschen wir auch. Den Joystick vielleicht auch schon. Und den Piepston-Sound. Wer kennt ihn nicht? Den erforschen wir auch. Und hier, Multiplayer auf einem Spiel, können wir auch erforschen. Und das ist ja schon mal, das starten wir ja schon mal ziemlich gut. So, das sind erstmal die Sachen, die wir jetzt erforscht haben. Jetzt würde ich vorschlagen, entwickeln wir unsere eigene Engine. Das kann nämlich unter Umständen ganz schön Geld einbringen und das sollten wir auch nutzen. Dazu brauchen wir natürlich jetzt erstmal einen Programmierer. Was nehmen wir da? Projektbasierend, freiberuflich. Freiberuflich ist mir eigentlich sympathisch. Die kann man schnell wieder rausschmeißen. Es sind ganz viele Freiberufliche und dann noch einen, der den Sound macht, festangestellt, Projekt, nehmen wir hier auch so ein. So. Wir können auch schon mal schauen, was im Moment so angesagt ist. Rennspiel. Das heißt, unser erstes Spiel wird vermutlich auch ein Rennspiel sein, aber vorher braucht es erstmal eine schöne neue Engine. Und dazu geben wir Engine Number One. Nee. Engine 1, so behalten wir den Überblick. Das nehmen wir da rein, das nehmen wir, das nehmen wir. Das nehmen wir und das nehmen wir. Von allem 1, genau. Dann wollen wir es mal erstellen. Dazu gehen wir hier in dieses in diesen Raum. Das ist nämlich ganz cool hier gemacht. Man kann überall mal reinschnuppern. Beziehungsweise alles sich auch tatsächlich anschauen. So, dann sollen die mal ihre Engine hier fertig machen. So, und dann werden wir jetzt erstmal schön zum Anwalt gehen und unsere Engine verkaufen. Die ist ja ziemlich aktuell noch, die soll ruhig für 100.000 verkauft werden, weil die ist ja... Man könnte es vermutlich sogar für mehr Geld verkaufen. So, und jetzt schauen wir, ob wir einen guten Vertrag bekommen. Das ist nämlich, das ist jetzt die ganz trickige Sache hier. Die Idee an sich ist ziemlich gut. Man kann erstmal so einen Publisher auswählen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr so in der Branche drin seid, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen Publishern und Distributoren, beziehungsweise viele übernehmen auch beide Bereiche. Trotzdem, wenn du als Entwickler so viel Budget hast, dass du ein Spiel komplett entwickeln kannst und das nur noch in die Läden
kriegen musst, dann wendet man sich an, dann übergibt man oder dann lässt man die Distribution von jemand anderem machen. Publisher entwickeln dagegen so das ganze Spiel eigentlich, haben dann auch das Sagen natürlich. Und ja, das ist ein bisschen, wir können ja vielleicht im Laufe der Let's Play-Reihe nochmal drauf eingehen. Deswegen, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede. So, das sind alles sehr, sehr komische Plattformen. Ich möchte eigentlich ein Rennspiel für Erotik. Also hier gibt es leider viel zu wenig Verträge eigentlich. Also, ich glaube, wir machen mal diesen Auftrag hier. Eine Auftragsarbeit. Die Frage ist nur, können wir das schaffen? Das wäre, naja, das wäre nur noch, nee, das schaffen wir sicherlich nicht. Ja gut, entwickeln wir erstmal ein Spiel. Aber das ist jetzt schwierig. Was gibt es denn noch für... Das ist nämlich genau die Zwickmühle, die man hier so hat immer. Was gibt es denn noch für Genres, die im Moment gut ankommen? Beat'em up. Das wäre ja vielleicht dann noch was. Ich meine, bei Publisher ist ja eigentlich, kann es einem ja auch eigentlich egal sein, wie gut das ankommt oder wie schlecht das ankommt. Das ist alles noch nicht so populär. Ich glaube, ich nehme, ja, das ist auch nicht so viel Zeit. Das bringt kaum Geld ein. Das wäre natürlich schon gut, weil es da ziemlich viel Kohle gibt. Da bekommt man für jeden einzelnen Schritt Kohle. Rennspiel. Hier hat man noch einen Anteil. Ich glaube, das unterzeichne ich jetzt einfach mal. Dann gibt es ein schönes Rennspiel für das System Invalifsen oder sowas. Invalifsen. Oder vielleicht ist es auch dort, ist es unter Garantie ganz schlecht ausgesprochen. Wir verhandeln aber noch nach, weil Mindestqualität 54% ist zwar schaffbar, aber. Oh. So. Das war jetzt nicht so ganz sinnvoll. Jetzt ist nämlich, das war schon so ein guter Deal, den hätten wir eigentlich nehmen müssen. Das kann man aber nie voraussagen. Also, das war jetzt tatsächlich Pech. Aber man muss ziemlich aufpassen hier. Die Plattform gefällt mir irgendwie nicht. Man hat zwar einen Anteil noch, Mindestqualität 50%. Aber Erotik wollen wir eigentlich nicht produzieren, ne? Es ist bestimmt auch schlecht für den Ruf, den man übrigens hier sieht. Ja, wir nehmen vielleicht auch mal die Zeit raus. Es kostet sonst nur alles Geld. Und Geld haben wir nicht. Das war mir irgendwie zu knapp, aber vielleicht. Boah, das ist viel zu knapp. Das schafft man überhaupt nicht. Das hier könnte man gut schaffen. Aber da kriegt man nur sehr, sehr wenig ab vom Kuchen. 8.9.81. Gut, wir unterzeichnen es jetzt trotzdem mal und machen jetzt ein schönes Beat'em up. So. Bilanzen, da sieht man jetzt noch nichts. Ich weiß auch gar nicht, ob man da überhaupt schon was sieht. Ich habe es in meinen Versuchen noch nicht. Ist jetzt ein bisschen unkreativ gesehen, aber kann gut sein. So. Ein Gegner wird mit mehr oder weniger brutalen Kampfsportarten attackiert. Ich glaube,
Street Fighter, genau. Street Fighter war so ein Ding, oder? Da Geschwindigkeit braucht es da, Geschichte glaube ich nicht so, Gameplay auf jeden Fall und Schwierigkeit irgendwie auch. Jetzt haben wir noch einen, dann nehmen wir noch Geschwindigkeit dazu. So. Sind wir mal gespannt. So, wir haben ja noch relativ viel Zeit. Das heißt, wir können auch relativ lange. PC war ja das richtige System, glaube ich, wenn ich es richtig. Oh, zwei Grafiker braucht es da schon. Naja, gut. PC und. Okay, jetzt könnten wir mit der Entwicklung beginnen. Ich schaue jetzt gerade noch mal kurz nach, ob PC. Ja, PC war richtig. Dann brauchen wir jetzt noch einen Programmierer und einen Grafiker. Freiberuflich. So läuft das gut. Und können jetzt vermutlich noch nicht das Projekt starten, weil uns noch Geld fehlt. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Probieren es einfach mal aus. So, Projekt starten. So, dann schauen wir mal, ob unsere Engine schon. Nee. Die wurde irgendwie noch nicht gekauft. Das ist natürlich schlecht. Hier übrigens sehr, sehr schön gemacht. Ja, also. Genau das ist nämlich das Problem. Da wollte ich jetzt ein bisschen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, um darüber zu quatschen quasi. Das Spiel an sich hat eigentlich richtig gute Ideen und kann durchaus von den Ideen her mit bereits bestehenden Simulationen oder Strategiespielen oder Aufbauspielen dieser Art mithalten. Also Game Dev Tycoon, Mad Games Tycoon. Wobei Mad Games Tycoon noch ein bisschen bessere Ideen hat, finde ich. Und da ist so viel an Features noch dazu gekommen. Naja, wie dem auch sei. Ich muss mal gerade kurz schauen. Ja. Aber dieses Spiel hat halt irgendwie ein zu schweres Wirtschaftssystem. Man geht viel zu schnell pleite und ich denke auch, dass ich ziemlich schnell pleite gehen werde. Gar keine Frage eigentlich. Deswegen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Man kann aber zum Beispiel mehrere Spiele gleichzeitig entwickeln und sowas. Da gibt es auch schon. Also das sind. Es reizt einen auf der einen Seite schon ziemlich, auf der anderen Seite kommt es aber irgendwie auch noch nicht ganz an den Rest oder an die anderen Spiele ran. Es ist halt so ein bisschen problematisch. Oh, jetzt ist hier aber ganz schön viel verschwunden. Aufbausimulation. Da hätte man aber gar keinen Anteil mehr dran. Also Distribution, das können wir uns direkt mal abschminken. Das bringt uns jetzt überhaupt noch nichts. Jetzt könnten wir. Oh. Ist die jetzt verkauft worden? %83 Aktualität noch. Werbeagentur, genau, das können wir auch. Das bringt uns aber im Moment auch noch nicht so viel. Wir müssen erstmal unser erstes Spiel hier abgeben. So, da sieht man schon, wir sind ziemlich tief in den Miesen. Noch könnte man das ausgleichen durch einen Kredit, den man aufnimmt, aber. Ja, so, also ohne dass wir jetzt ersichtlich irgendwie was falsch gemacht hätten, ist es halt jetzt irgendwie ziemlich schnell dazu gekommen und das ist halt so ein bisschen blöd. So, dann schauen wir mal, dass wir das hier einreichen.
wir haben jetzt noch kein Geld bekommen für unsere Mindestabnahmemenge. Das ist halt auch wieder, da muss man sehr, sehr drauf achten. Dafür gibt es eigentlich zu wenig Verträge zur Auswahl, dass man da wirklich unterscheiden kann. Das ist ein bisschen blöd. Aber ja, so. Qualität 57%. Ja, also da kann man eigentlich nichts sagen. Aber ich finde immer lustig, dass hier guter Kopierschutz gelobt wird. Ich würde sagen, wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Dann schauen wir mal an, ob wir das hier noch irgendwie, ob wir die Firma noch irgendwie zum Positiven entwickeln können. Bis dahin sage ich Tschüss.